So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jetzt mal wieder über die Zeugen Jehovas, weil ich habe da so ein paar tolle Infos und da habe ich gedacht, ich bringe das mal wieder raus, damit dann auch welche, die vielleicht in der Zwischenzeit mal so wieder ein bisschen wach geworden sind, da drin und ein bisschen rumstöbern im Internet, da vielleicht mal ein paar Informationen bekommen und da nochmal genauer nachgucken. Wo sind sie da eigentlich drin gelandet und stimmt vielleicht noch viel mehr nicht als das, was sie gemerkt haben da drin. Also bei mir war das ja auch so ein langsamer Prozess des Aufwachens da drin. Und immer mehr habe ich festgestellt, damals mit meiner Frau, dass viele Dinge da nicht stimmen. Und ich habe jetzt also ein bestimmtes Thema, also das sind jetzt zum Beispiel die Königreichsseele, die werden wir heute mal behandeln, wie viele da schon verkauft wurden oder wie es jetzt weitergeht in den Corona-Ferien der Zeugen Jehovas, ja. Die sich ja abschalten lassen haben, weil sie sich mit dem Staat verbändelt haben. Aber die sind ja ganz neutral natürlich, alles klar. Ja, da gucken wir uns jetzt mal ein paar Sachen an. Also wie funktionieren eigentlich die Zeugen Jehovas? Da haben ja die Russen auch so eine Studie mal gemacht. Das ist mir die letzte Zeit mal so zu Ohren gekommen. Das fand ich interessant, dass ja die USA 75% ihrer Einkünfte, also ihre Gewinne so aus dem Ausland holen. So, das habe ich so mal mitgekriegt, das fand ich interessant. Und das ist ja ähnlich so bei den Zeugen Jehovas, die sitzen ja auch in sämtlichen Ländern drin und holen sich natürlich auch ihre Einkünfte aus allen möglichen Ländern zusammen. Und das passt irgendwie sehr gut, der Vergleich. Und das haben natürlich schon andere gemerkt, zum Beispiel Putin, ja, deswegen hat er natürlich die Zeugen Jehovas verboten und hat gemerkt, dass die Zeugen natürlich Grundstücke stellen, Erbschaften abtreten an die Zeugen Jehovas, also Häuser und sowas alles dann natürlich. Habe ich selber schon miterlebt und mitgemacht, auch Häuser ausgeräumt damals in Bagdeheide. Wer das kennt, wer hier aus der Nähe von Hamburg kommt oder so. Und ja, und da geht richtig viel Geld an die Gesellschaft. Und das wollte Putin natürlich nicht, dass sie so Grundstücke zur Verfügung stellen, also Schenkungen machen und so weiter an die Gesellschaft. Dann geben alle ihr Taschengeld weg oder das bisschen, was sie haben und bauen da irgendwelche Königreichsseele und die kann die Gesellschaft nachher verfügen darüber, wie sie möchte und kann die dann auch einfach verkaufen und das Geld geht dann irgendwo hin. Wahrscheinlich wieder zum Saalbau in Afrika, was sie mal erzählen, obwohl die in Afrika viel besser unter Bäumen sitzen. Den besten Kongress, den ich mitgemacht habe, der war in Lübeck einmal, da war das Stadion so klein und da haben wir erst mit Regenschirmen in der Sonne gesessen da und danach sind wir einfach unter die Pappeln gegangen, die großen Bäume, das mit einem leichten Wind, das war das Beste vom Kongress, was ich bis jetzt überhaupt mitgelebt habe, ja, obwohl ich die großen Kongresse immer grottig fand, von Anfang an schon immer für mich. Aber das war vom Klima her das Beste. Wenn ich das sehe, gerade so im Ausland, was die da so für komische Höhlen haben und dann haben sie eine Klimaanlage drin, die dann auf Volldampf gestellt wird, damit die alle, die da so in Hast und Eile ankommen und schwitzen, ja, schön runtergekühlt werden. Also die Bunker kann man drauf verzichten für viel Geld, was die kleinen Leute bezahlen. Dann werden die Dinger einfach mal wieder verscheuert. Aber da komme ich nochmal genauer drauf zu sprechen, auch nochmal in einem anderen Video, was wir eben selbst erlebt haben und mitgemacht haben. Aber hier geht es einfach darum, dass das so allgemein stattfindet und in Deutschland ja auch schon über 100 Seele die letzten Jahre verkauft wurden. Also 135 sind es. Naja. Also die Zeugen was haben dazu, wir haben das reduziert, ja, die Kosten reduziert. Ja, das stimmt ja auch. Und haben schöne Gewinne eingestrichen, weil das Geld sieht ja natürlich keiner wieder, wenn er noch so viel reingesteckt hat und gespendet hat. Das wusste er natürlich auch vorher schon, aber dass die Königreichsseele dann einfach mal so verkauft werden, Versammlung zusammengelegt oder auseinandergepackt, du gehst dann, fährst dann da in die Richtung, du dann da und du dann da. Und in deinem Lebensabend sozusagen kannst du dann nicht einfach mal um die Haustür gehen und dann hast du da einen Königreichssaal oder so. Nein, dann musst du doch ins Auto wieder steigen, weil der Königreichssaal verkauft wurde, den du mit aufgebaut hast. Das ist auch hier passiert in der Nähe von Hamburg, im Schwarzenweg, der ist auch weg. Das ist auch passiert, die Leuchten sind alle verteilt worden in alle möglichen anderen Versammlungen. So macht man das dann einfach, naja. Man muss das nur richtig verkaufen, ne? Und sagen, wir haben das reduziert, ist das nicht eine tolle Sache? Und das Geld können wir bestimmt für Afrika einsetzen oder irgendwo anders. Klar, logisch. Wie geht es jetzt eigentlich in den Corona-Ferien den Zeugen Jehovas? Die sitzen jetzt eigentlich nur noch auf der Couch. Predigtdienst brauchen die endlich nicht mehr machen. Ist das cool, jetzt langsam Zeugen Jehovas zu sein? Ich muss ja auch sagen, es stimmen ja auch viele Dinge bei den Zeugen Jehovas. Also viele Dinge, die da als Glaubenslehren haben, muss ich auch sagen, deswegen bin ich ja auch relativ lange drin gewesen mit meiner Frau, sind ja richtig. Aber entscheidende, wichtige Dinge sind auch
sehr falsch. Und die waren auch von Anfang an falsch. Das war auch nie richtig und wurde dann langsam falsch. Nein, das war von Anfang an falsch, natürlich nur nicht so ganz massiv mit Mal, weil dann hatten sie ja gar keinen gefunden, sondern da ist natürlich was passiert. Gut, aber das ist wieder noch ein anderes Thema, hatte ich auch schon zum Teil besprochen, wer dann bei mir im Kanal unter Videos geht. Und ja, also wer auf meinem Kanal ist, geht dann auf Videos und dann hat er die ganze Reihenfolge und da sind dann viele verschiedene Themen, die eigentlich immer noch aktuell sind. Und solange die Zeugen Jehovas und so weiter, dass alle Systeme hier so existiert, auch noch weiter aktuell sein werden. Ja, und es wird auch noch schlimmer werden. Und jetzt ist aber die Frage, wie geht es also den Zeugen Jehovas in diesen Corona-Ferien, die sich langsam natürlich ganz entspannt zurücklehnen. Und ich denke, dass auch die Zeugen Jehovas nie wieder richtig auf die Beine kommen, gar nicht richtig zusammenkommen, die sich alle nur dann irgendwo noch reinschalten werden. Ich finde das sowieso lächerlich, wie da die Zeugen Jehovas sich jetzt abschalten lassen. Die hatten auch schon vorher immer so die große Fresse und haben gesagt in NS-Zeit und so, ja, wir sind da predigen gegangen und wir haben das voll durchgezogen. Und wir sind ja nicht zu jeder Tür gegangen, sondern wir sind dann einfach auf die andere Straßenseite gegangen und haben da dann wieder geklingelt. Da waren die natürlich mit dem Staat noch nicht verbändelt, aber die haben ja eine Hochzeit gefeiert sozusagen mit dem Staat und sind dann Körperschaft des öffentlichen Rechts geworden. Und seitdem müssen die natürlich immer mitspielen, weil sonst dürfen die ganz viel nicht mehr machen oder verlieren diesen Status. Und dann haben die auch nicht mehr so den Zugriff auf diese Königreichsseele, was ist auch erst damit gekommen, weil vorher hatte das der Versammlung gehört und das war so ein eigener Verein für sich. Ja, also da ist er natürlich drin traurig und deswegen kann man ja mitspielen. Also wurde der Vatikan sozusagen abgeschalten mit diesen ganzen Sachen, da dürfen die auch nicht mehr so richtig weitermachen. Das wurde also von ganz oben gemacht und da steckt ja wohl Trump und seine Leute, die dahinter sind oder dieser militärische Komplex oder was auch immer dahinter. Die, was ich ja schon sagte in einem vorigen Video, dass da also so langsam die 10 Könige sich bereit machen und die große Hure abwerfen, was sie jetzt auch gemacht haben und bald massiv gegen diese vorgehen. Und da zählen die Zeugen Jehovas für mich ganz klar dazu. Auch wenn sich das jetzt ganz traurig und ganz bitter und krass anhört für einige, die da noch vielleicht drin sind irgendwo mit einem Bein oder mit beiden oder was auch immer. Ja, aber es ist wirklich so und ich spreche auch noch ein paar Punkte an. Aber die Frage ist, wo predigen die Zeugen Jehovas? Wäre das jetzt nicht in der Zeit, wo sich das jetzt ein bisschen gelockert hat, nicht ein Problem, wäre das eigentlich gar kein Problem gewesen, sagen wir es mal so rum, sich da hinzustellen, wieder mit ihren komischen Plakaten und ein Schild hochzuhalten, nehme ich mit oder so, ja, die man natürlich die Zeitschriften nennen. Das hätten sie ja machen können, haben es aber auch nicht gemacht. Ich habe die nicht gesehen. Leider, ich stelle denen ja mal gerne mal Fragen, so, wo denn so bestimmte Sachen in der Bibel stehen, was sie machen, wo sie dann immer keine Antwort regelmäßig nicht drauf geben können, weil sie dann erst noch merken, ups, das ist mir ja auch gar nicht aufgefallen. Also zumindest denen, die sich ein bisschen auskennen in der Bibel. Andere, die wissen gar nicht, wovon ich rede, die sagen dann einfach schnell mal so, in 4 Minuten geht mein Bus und dann sind die verschwunden, weil sie gar nicht wissen, was sie jetzt machen sollen und wovon ich rede so richtig. Also da muss man einfach gucken, das haben die jetzt aber nicht mehr. Wie gesagt, die gehen jetzt nicht mehr in Dienst, brauchen die jetzt nicht mehr. Und ich denke, was wird jetzt passieren? Also wie geht das jetzt weiter? Kommt jetzt wieder eine Normalität bei den Zeugen Jehovas, wenn diese Corona-Geschichte jetzt vorbei ist? Und das wäre ja eine Frage. Und ich denke, das wird nicht kommen. Und wenn das wieder so halbwegs normal werden sollte jetzt die Zeit, dann denke ich, also dass die wieder zusammenkommen in den Königreichssälen und so weiter, ja, das meine ich damit jetzt. Dann denke ich, wird die Beteiligung massiv schlecht ausfallen und die werden viele nicht mehr bewegt bekommen, auch mit dem Predigtdienst und diese ganzen Sachen, wenn das jetzt einmal richtig runtergefallen hat und die richtig in ihre Ferien aufgegangen sind, ja, in ihre Corona-Ferien, dann werden sie die nicht mehr bewegt kriegen. Das wird die Gesellschaft aber nicht besonders stören, weil die haben ja schon, wie mir Zeugen berichtet haben, die da noch drin hängen aus verschiedenen Gründen. Die haben mir dann gesagt, ja, die haben schon aufgerufen zu spenden und man soll sich doch Gedanken machen und sich festlegen schon mal so gedanklich, wie man so fürs ganze, was man so fürs ganze Jahr spendet und das denn so dann abführt. Dann so. Also da soll man sich unbedingt Gedanken machen, weil man kann die natürlich jetzt nicht mehr so schön erreichen, jetzt in den Versammlungen und so weiter und da kommt natürlich weniger Geld und deswegen muss man die so ein bisschen antreiben. Also das ist vor einiger Zeit schon geschehen, dass man die dann schon wieder Spendenaufrufe und so weiter dann natürlich, ne, weil die
Da oben müssen wir wieder Whisky bestellen hier, ja. Morse und so weiter, der ja auch im Laden erwischt wird. Das Video gibt es ja auch, habe ich auch bei mir auf dem Kanal ein Video drüber und so weiter. Und angehängt, wo es wirklich zu sehen ist. Der ist deutlich zu sehen. Einfach mal angucken. Dann trinkt er wieder so viel, dass er den nächsten Tag von aufgeplatzten Würstchen erzählt. Also schon alles sehr, sehr merkwürdig. Guckt euch das alles an, ist alles da. Muss man sich selber einfach mal von überzeugen. Ja? Nicht alles hören, was ich so, oder glauben, was ich sage, sondern ihr habt, könnt das alles bekommen. Das ist alles da. So, also ich denke, wie gesagt, zur Normalität, so wie es früher war bei den Zäunen, wird es nicht mehr kommen. Die Beteiligung wird massiv schlecht sein, wird aber die leitende Körperschaft nicht wirklich interessieren, weil die verkaufen einfach noch mehr Königreichsseele ab, weil bis jetzt haben sie es ja schon mit über 100, also nur in Deutschland, ja, 135 Seele nur in Deutschland gemacht, die letzten 10 Jahre so ungefähr. Also weniger sogar 10 Jahre. Und von 2011 an. Und das ist, finde ich, schon ganz erheblich. Und da muss man sich mal vorstellen, was so ein Grundstück kostet mit so einem Saal drauf, wenn die das verkaufen. Und in den 90er Jahren, da hatten die auch wieder solche große Klappe und haben gesagt, ja, und die Kirchen müssen verkauft werden. Und dann sieht man ja, dass die Gottes Segen nicht haben. Und da ist jetzt eine Disco drin oder was auch anderes. Also ich weiß ja, dass zum Beispiel auch andere Religionsgemeinschaften ja jetzt da ihre Gottesdienste abhalten, wo die Zeugen Jehovas vorher drin waren. Oder ein Getränkeshop jetzt drin ist, ja, oder solche Sachen. Das ist alles schon bekannt. Und den Getränkeshop, das war bei Ulm, glaube ich, in der Nähe. Und das andere, das weiß ich jetzt nicht, da waren immer Mormonen oder, glaube ich, sogar drin hinterher, nachdem die Zeugen das verkauft haben. Und haben die Zeugen Jehovas jetzt Gottes Segen nicht mehr? Weil das haben die doch immer so erzählt in den 90er Jahren. Wenn die Kirchen das gemacht haben, haben die den Gottes Segen nicht mehr gehabt. Ja, dann dürften die das jetzt eigentlich auch nicht mehr haben, die Zeugen Jehovas. Hatten die übrigens ja auch nie, aber wäre doch die Schlussfolgerung mal, selber das mal einzugestehen. So, die LK, die, also die leitende Körperschaft, die weiß ja, dass ihre Zeit abgelaufen ist und dass langsam die jetzt nicht mehr so viel machen können und das alles vergrößern können, sondern es wird jetzt weiter schrumpfen, was auch schon die letzten Jahre passiert. Die Anzahl, die Versammlungen werden, also die Anzahl der einzelnen Verkündiger, die Versammlungen werden zusammengelegt, die Seele werden verkauft und so weiter. Naja, aber viele wissen ja auch gar nicht, wie die leitende Körperschaft ja wirklich den Verkündigern zunutze sein wird, wenn die denn weg sind, ja. Die werden ja dann entrückt, wenn sie nicht noch sterben vorher, sagen sie ja selber. Das glauben die auch, glaube ich, weiß ich nicht, ob die selber überhaupt noch glauben. Aber zumindest ist das so die Lehrmeinung bis jetzt immer noch so, dass die dann entrückt werden und dann kommen die dann den Verkündigern nachher bei Armageddon hier zur Hilfe. Bloß wenn die Babylon jetzt verfolgt und vernichtet wird, dann werden die sich selbst entrücken, denke ich mal, mit ein bisschen Taschengeld, was sie so eingesammelt haben. Und dann wird ja gar keiner merken, dass die ja weg sind, weil die denken, die sind jetzt da und nicht irgendwie da, hinter der Ecke oder so. Naja, also das wird dann auch noch eine interessante Zeit sein, ob die so einfach abhauen können oder ob die das Gleiche droht, was jetzt der katholischen Kirche immer wieder noch passiert, dass da immer weiter über diese Kinderskandale, des Kindesmissbrauch und so weiter und Vertuschung von diesen ganzen Sachen und so, was ja die Zeugen Jehovas ja auch eingeholt hat, was sie auch in den 90er Jahren ja in ihren Zeitschriften gebracht haben, was die katholische Kirche alles Schlimmes gemacht hat. Und sie selber zur gleichen Zeit haben sie es auch gemacht. Zur gleichen Zeit. Ist nur ein bisschen später rausgekommen. Standen sie sogar vor Gericht. So, was haben wir noch so alles? Ja, das so eigentlich. In der Schweiz haben sie jetzt auch inzwischen schon wieder ein Urteil verloren vor Gericht, dass sie ja die also schlecht behandelt werden, die Familienangehörigen also gemobbt werden sozusagen. Dass, ja, da wollten sie irgendwie auch einen Prozess mal wieder gewinnen, haben sie leider nicht gewonnen, die Zeugen Jehovas. Tja, haben sich wahrscheinlich auch wieder vergeblich bemüht. Das werden sie auch immer weniger irgendwie Zustimmung finden. Wie gesagt, in Russland werden sie auch nie wieder einen Fuß auf die Erde setzen können, sage ich jetzt mal, als Religionsgemeinschaft, da sind sie verboten und das wird jetzt so bleiben bis zum Schluss. Da bin ich ziemlich sicher, dass das so ist, weil die sich einfach keine Lust haben, an der Nase rumzuführen. Und damit begründen die ja die Zeugen, deswegen komme ich nochmal darauf zurück, darauf begründen die Zeugen ja, also wir sind jetzt verfolgt und deswegen sind wir richtig. Also weil wir ja jetzt Ärger haben, jetzt deswegen sind wir die wahren Christen. Also das ist der Grund. Mhm. Ja, also Steuern entziehen können die selber da drüben, da brauchen die nicht andere, die das ins Ausland, die Leuten das abziehen und das ins Ausland bringen. Und weil Christsein ist erlaubt da und die Bibel zu besitzen, ist da auch erlaubt in Russland. Also das ist eigentlich da überhaupt nicht verboten.
Und von daher kann ich das gut verstehen. Aber wie gesagt, bald geht es ja gegen Babylon die Große. Dann natürlich, wie die Zeugen Jehovas das sagen, die katholische Kirche, Vatikan, die Speerspitze, ja, sicher auch so. Aber die Zeugen Jehovas gehören eben dazu und die anderen Religionen eben auch. Mohammedaner sowieso natürlich auch mit ganz schlimmer Truppe. Und natürlich die Buddhisten, Hindus und sowas, alles ja einfach total satanisches Zeug. Gehört natürlich alles damit dazu. Und die ganzen anderen Sekten, Siebentagsadventisten, wie die alle heißen, katholische, evangelische Kirche, alles, die ganze Grütze natürlich, diese ganzen Organisationen natürlich auch mit. Und es gibt jetzt natürlich nur wenige wahre Christen, die nur die Bibel haben und sich nur daran halten. Und ja, die Wachtumgesellschaft, also die WTG, ja, Abkürzung für Wachtumgesellschaft, ist einfach eine Immobilien- und Verlagsgesellschaft. Und das ist eben biblisch nicht richtig, dass man ständig über die Bibel irgendwelche Dinge schreibt und Erklärungen dazu, weil die Bibel sagt ja selber, dass man eben nichts hinzufügen soll oder hinwegnehmen soll. Und die machen das ja ständig, dass sie irgendwelche Sachen hinzufügen, haufenweise, und da irgendwelche Erklärungen zu geben. Ob man das, natürlich schreibt man das jetzt nicht noch in die Bibel rein, dann fällt es ja jeden auf, sondern man kritzelt einfach sämtliche Bücher, die man nachher sich nicht mehr traut rauszugeben, oder Zeitschriften, die dann natürlich erst super wichtig und alle müssen dran glauben. Und wer das nicht tut, der ist dann schlecht angesehen und dann auf einmal wird das weggeschmissen, weil das ist so schrottig und dann darf man auch nicht mehr dran glauben, weil sonst wird man ausgeschlossen. So ist das ja ganz oft die Jahrzehnte gewesen bei den Zeugen Jehovas. Also man darf das heute gar auf gar keinen Fall mehr glauben, was damals geschrieben wurde. Und das ist ja satanisches Zeug jetzt, ja. Und abtrünniges Material. Ja, und in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 und 17, da wird ja gezeigt eigentlich, was man machen sollte, wie man mit der Bibel umgehen sollte und dass man damit eigentlich völlig ausgerüstet ist. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Da wird ja gesagt, also 2. Timotheus 3, Kapitel 3, Vers 16 und 17, die ganze Schrift ist von Gott inspiriert und nützlich zum Lehren, zum Zurechtweisen, zum Richtigstellen der Dinge, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, und jetzt kommt's, damit der Mensch völlig tauglich sei, vollständig ausgerüstet für jedes gute Werk. Steht genauso in der Neuen Weltübersetzung, ja. Kann sich jeder Zeuge angucken, oder wer da noch so mit denen studiert vielleicht oder so Interessierte. Also man ist damit mit Gottes Wort vollständig ausgerüstet. Keine Rumkritzelei in irgendwelchen Büchern, Zeitschriften, was auch immer. Es ist alles Menschenwerk, ja. Und das ist eben, da steht ja in Markus 7, Vers 7, ja. Und da stehen ja die Zeugen unheimlich drauf, ja. Die hören ja lieber, was diese komischen 8 Päpste da sagen. Diese LK, leitende Körperschaft. Da wird die gesagt, vergeblich bringen sie mir fortwährend Anbetung dar, weil sie als Lehren Menschengebote lehren. Das machen die Zeugen. Und Russell, welchen Gründen er das auch immer gemacht hat und damals diese Sekte gegründet hat und viel sich auch mit den Adventisten abgegeben hat und da auch einiges mit rübergebracht hat und dass Jesus schon lange wiedergekommen sein soll angeblich und so weiter. Zumindest hat er sich nachher später als Gottes Mundstück bezeichnet, da ist er völlig abgehoben und seine Schriften hat er super hochgestellt, ganz, das ist was ganz Wichtiges, seine bibelerklärende Literatur, ja, seine komischen, ja, Schriftstudien, da sein Quark. Naja, und der Rutherford war eigentlich noch schlimmer. Der hat ja 1930er Jahren hat er den Namen von, wo sogar Russell vorgewarnt hat, ja. Da hat ja Rutherford dann noch den Namen geändert auf Zeugen Jehovas, eine ziemliche Katastrophe, die total zur Sekte gemacht und hat die Christen gespalten in dieser Gruppe. Hat sie ja welche mit himmlischer Hoffnung, welche mit irdischer Hoffnung. Jesus hat die Menschen zusammengeführt, er hat aus beiden Herden eine Herde gemacht, ja, aus dieser Herde, ja, da kommen die, also die Juden, und dann kommen noch andere Schafe aus einer anderen Herde sozusagen oder Hürde und aus den Nationen, die hat er zusammengeführt, hat eine draus gemacht. Rutherford, der zweite Präsident der Zeugen Jehovas, der hat noch viele andere schlimme Sachen gemacht, habe ich schon genannt in anderen Videos. Aber der hat natürlich auch das Schlimmste gemacht, das waren die beiden Punkte, den extra Namen vergeben noch wieder, denn und diese gespalten in himmlische Hoffnung und irdische Hoffnung, was er sich denn aus dem Alten Testament geholt hat, aus Psalm und Jesaja, und das nutzen die bis heute noch so, und so können die dann eben über diese herrschen heute, die paar Leute, die angeblich die himmlische Hoffnung haben. Ja, und das ist eben eine total satanische Lehre, da gibt es auch gar keine Begründung für im Neuen Testament. Das ist eben schlimm, dass
haben die dann eben hingebastelt, und hier in Matthäus 24, 24 wird auch gesagt, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, selbst die Auserwählten irre zu führen. Also die vier führen viele irre mit ihren Sachen. Natürlich müssen auch viele Sachen richtig sein bei den Zeugen Jehovas, stimmt auch, aber es sind ganz gewisse schlimme Punkte drin, die völlig unbiblisch sind, und damit können die Menschen nicht gerettet werden, weil sie eben vom Christus weggezogen werden. Das ist immer das größte Problem. In diesen ganzen Religionen und Sekten wird immer Christus in irgendeiner Art und Weise weggepackt. Bei den Katholiken ist die Maria wichtig, bei den Zeugen Jehovas ist die leitende Körperschaft, die sich auf Jesus Stuhl setzt. Und die haben ja, mit Jesus erkennt man ja gar nichts mehr, da steht überall nur noch JW.org und solche Sachen, ja, irgendwelche Abkürzungen für dieser Verlags- und Immobiliengesellschaft. Und die Menschen da drin erkennen es nicht, weil sie schön eingewickelt wurden mit der Zeit und das geschickt gemacht ist. Ja, das soll es heute eigentlich gewesen sein. Vielleicht, das meiste denke ich mal, werdet ihr kennen, aber vielleicht sind noch ein paar neue wieder dabei, die das noch nicht so kennen, oder ein paar neue Sachen, die für einige neu sind, zum Beispiel mit dem Königreichsaalverkauf in Deutschland, der so massiv ist, wie schlimmer in anderen Ländern ist, weiß ich gar nicht. Ist auch jetzt erstmal ein bisschen unwichtig. Da werden die auch genug verkloppt haben, ja, von diesen Seelen und Geld einkassiert haben. Ich weiß es, weil ich es in Malaysia selber erlebt habe. Da habe ich auch noch ein Haus mit fertig gemacht, was vom Verkauf stand. Da habe ich sogar ein Foto von. Werde ich nochmal zeigen im Video, hatte ich ja gesagt. Okay, also das bis die Tage. Macht's gut. Denkt schön darüber nach, wo ihr noch drin steckt, ob das noch Sinn hat oder ob man nicht langsam doch mal rausgeht. Offenbarung 18, Vers 4, geht da hinaus aus dieser falschen Religion. Ja. Nehmt euch das mal gut zu Herzen. Und dann bis die Tage. Macht's gut. Tschüss.